Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute eingeschaltet hast. Zum heutigen Thema hat wohl jeder schon eine Geschichte. Jeder ist sicher schon mal irgendwo enttäuscht worden. Jeder hat sich mal was erwartet oder gewünscht vom Gegenüber und wurde eben, wie gesagt, die Täuschung wurde aufgehoben, wurde enttäuscht. Und bei der heutigen Reise geht es darum, wie man mit Erwartungshaltungen und den Enttäuschungen umgehen kann. Eigentlich geht es ja da auch ein bisschen um etwas leichter nehmen zu können. Also die Dinge nicht so ernst zu nehmen. Eben auch die eigenen Vorstellungen nicht so ernst zu nehmen. Denn je mehr ich dann eine Sache von Ehre, Leben und Tod oder einer großen Gewichtung da reingebe in meine Vorstellungen, umso eher und umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass ich enttäuscht werde und dass diese Enttäuschungen dann auch besonders schwer wiegen und dass man sich die dann wieder länger mitnimmt. Und heute werden wir mal schauen, wie man aus diesem Spiel aussteigen kann. Es ist auch wichtig, ein bisschen da wahrzunehmen, auch vom Umfeld her. Hast du Leute in deinem Umfeld, die enttäuschend sind oder wo du öfter enttäuscht wirst? Denn dann kann es auch sein, dass das ein gewisses Spiel ist, eine gewisse Dynamik ist. Ich erwarte etwas vom anderen und das kommt so nicht zurück. Und spätestens beim zweiten, dritten, vierten Mal enttäuscht werden, sollte man dann einfach einmal schauen, okay, wieso erwarte ich da diese Geschichten oder wieso erwarte ich zu viel oder erwarte ich zu wenig, wie auch immer, dass sich das immer wieder ergibt. Das sind dann oft so energetische Spiele eben wieder in der Kombination mit anderen Menschen, wo manche Menschen halt chronisch die Enttäuscher sind. Ja. Meistens sind diese Enttäuscher ja selber schon enttäuscht oder haben immer das Gefühl, sie haben es besonders schwer oder irgendwas läuft bei denen nicht so. Das sind dann oft einmal auch Leute, die dann sehr leicht sudern, sagt man in Österreich, und so ein bisschen tränzen und unzufrieden sind. Und das sind dann meistens auch Leute, die selber ja auch andere enttäuschen. Weil da halt einfach dann kein Überfluss da ist, keine Großzügigkeit da ist, nichts Positives da ist. Also das ist natürlich auch eine Ebene. Aber grundsätzlich geht es jetzt mal darum, dass wir uns anschauen von der Meditation, wie löse ich alte Enttäuschungen und wie komme ich auch aus dieser Erwartungshaltung raus. Und das werden wir uns heute mal anschauen. Also schließ einfach mal deine Augen und wir beginnen jetzt zuerst natürlich mit der Reinigung der Vergangenheit. Und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und du erlaubst dir jetzt in deinem Tempo so wie es für dich in Ordnung ist, Urvertrauen zu aktivieren. Stell dir einfach mal vor, ich aktiviere mein Urvertrauen. Du kannst dir das so vorstellen, als würdest du ein tief rotes Licht, ein dunkles Rot, eine Lampe anzünden. Also mit dem ganz dunkelsten Rot, das du dir vorstellen kannst, so ein Rotlicht. Und das scheint jetzt rund um deine Füße in der Erde und ist auch in Verbindung mit deinem Wurzelchakra. Das heißt, du aktivierst jetzt dein Urvertrauen. Und fokussiere dich mal auf dieses tiefrote Licht und auf die angenehme Ruhe und Schwere,
Und was ermöglicht dir dieses Urvertrauen? Was ist da der Punkt des Urvertrauens? Das ist ganz einfach nachzuvollziehen. In diesem Urvertrauen findest du Frieden und Zufriedenheit. Und in diesem Urvertrauen spürst du, dass alles gut ist, wie es ist. Das heißt, wenn du in deiner Kraft, in deiner Mitte bist, spürst du, dass es gut ist, wie es ist. Und in dieser Energie tauchst du jetzt noch einmal tiefer ein, bewusster ein, stabilisierst dich nochmal. Und du spürst, dass du sicherer, klarer und ruhiger wirst. Und in dieser Klarheit, Ruhe und Sicherheit spürst du nun auch das Bewusstsein, die Klarheit der Gegenwart, die es dir ermöglicht, alte Erlebnisse, alte Erfahrungen zu lösen und abzulösen. Und heute widmest du dich ganz im Speziellen den alten Enttäuschungen, Enttäuschungen in Bezug auf Personen. Enttäuschungen in Bezug auf vielleicht Situationen. Enttäuschungen, wo du von dir selber enttäuscht gewesen bist. Und diese alten Enttäuschungen können jetzt transformiert werden in diesem tiefroten Licht der Gegenwart, das sich mit einem strahlenden, klaren, hellen Licht der Intuition des Hier und Jetzt mischt. Und du spürst, wie diese Energie transformiert wird, wie sie von dir abfließt. Und mit jeder gelösten Enttäuschung wird wieder Grundenergie frei, die zu dir zurückkehrt. Grundenergie wird frei und kehrt zu dir zurück. Und du kannst wahrnehmen, dass dein Reservoir, dein Energiespeicher sich mehr füllt. Auch wenn du völlig klar und zufrieden und ruhig bist, merkst du, da ist so viel mehr Energie in mir. Die lässt sich gar nicht erschöpfen oder ausgeben. Und du spürst jetzt diese Kraft und diese Energie. Und in dieser Kraft und Energie spürst du, vielleicht hast du auch von anderen schon mal Energie gebunden. Vielleicht hast du andere Menschen schon enttäuscht, bewusst oder unbewusst. Und diese Energie wird jetzt auch freigegeben. Es fließt Vergebung, Klarheit und Ordnung ein und du spürst, dass diese Vergebung in alle deine Kontakte fließt, die du vielleicht enttäuscht hast. Und du erlaubst dir jetzt
in dieser Klarheit, in diesem Bewusstsein. In diesem Mut, dass du dir nun ganz ehrlich und dass du dich ganz ehrlich mit dir beschäftigst und beginnst, dort, wo du Dinge von anderen erwartest, ob es jetzt vom Leben ist, von anderen Menschen ist, egal, wo du Erwartungshaltungen hast, dass diese Erwartungshaltungen jetzt gelöst werden und bearbeitet werden. Du hörst also auf, Dinge zu erwarten, zu erhoffen. Und spür mal, was das mit dir macht, dieses Lösen von Erwartungen, von Hoffnungen. Spür mal den Frieden und die Leichtigkeit. Spür, wie jeglicher Druck, der aus Erwartungen an dich selber resultiert, von dir abfällt und erlaube dir jetzt eine tiefe Heilung und Entspannung wahrzunehmen. Atme tief ein. Und wieder aus. Und nochmals tief ein. Und wieder aus. Spüre jetzt, dass ein tiefer blauer Anker, ein dunkelblauer Anker, sich von deinem Nabelchakra aus ins Wurzelchakra und in die Erde bewegt. Ein tiefer dunkelblauer Anker in dem dunkelsten Blau, das du dir vorstellen kannst. Und der sinkt jetzt von deinem Nabelchakra durch das Wurzelchakra in dieses tiefe Rot. Und dieser Anker erlaubt dir jetzt sämtliche Mängel und Enttäuschungen, die du geerbt hast, von deinem Familiensystem zu lösen. Sämtliche Verwicklungen und Verstrickungen, sämtliche emotionalen Auf- und Abs werden nun transformiert und können sich lösen. Atme tief ein und wieder aus und spür jetzt mal die Kraft und die Stabilität, die Würde und die Sicherheit. Und nun in dieser Ruhe und Sicherheit wird nun auch dein Kopf, dein Kronenchakra freier für Intuition und Inspiration.
und du spürst eine Leichtigkeit, eine Klarheit, aber gleichzeitig eine unendliche Stabilität. Und du erlaubst dir nun auch auf deiner emotionalen Ebene, auf der Herzensebene, alle Ängste und Vorstellungen zu lösen, sodass sich dein Herz regenerieren kann, dein Gefühl sich regenerieren kann und du absolut klar, bewusst und zuversichtlich in deiner Eigenverantwortung und Stabilität verweilen kannst. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt nochmal Klarheit, Vertrauen und Sicherheit. Und erlaube diese Klarheit, dieses Vertrauen, diese Sicherheit, diese tiefe Zufriedenheit, einem jeden Menschen in deinem Umfeld einzugestehen, in dem Ort, wo du wohnst, einzugestehen. In dem Land, wo du wohnst, bekommen alle diese Zufriedenheit und Sicherheit. Auf dem Kontinent und letzten Endes auf der Erde verbreitet sich diese Zufriedenheit, diese Erwartungslosigkeit, die aus einer unendlichen Klarheit, Dankbarkeit und Würde entspringt. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Tief ein und wieder aus. Spüre die Neutralität in dir, spüre die Zufriedenheit in dir und mach dir bewusst, dass du absolut in deiner Mitte bist. Bedanke dich jetzt bei der geistigen Welt für die Führung, für die Hilfeleistung. Und bleib noch etwas in dieser Frequenz und erlaube dir, diese Zufriedenheit in dein Alltagsbewusstsein mit einfließen zu lassen, mitzunehmen und dadurch auch sämtliche Erwartungen und damit verbundenen Enttäuschungen einfach mal sein zu lassen. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine. Fühlst nochmal nach und kommst dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Du öffnest deine Augen und fühlst dich klar und entspannt. Wie ist es dir mit dieser Reise gegangen? Ich freue mich auf deine Kommentare und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal live bei einer Sitzung oder bei einem Kurs. Wenn dir das Video gefallen hat, teile bitte das Video, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Oliver Ereny aus dem wunderschönen Linz. Danke und tschüss.
Tschüss.